Gute Leute, wir machen heute aus so einer Autofeder hier im Prinzip dann erstmal hier so ein Stück Stahl, was gerade ist. Das zeige ich jetzt nicht. Dann nimmt der Stahl und schlagt so lange drauf rum, bis es gerade ist. Und aus dem Stück, was ich jetzt schon mal vorbereitet habe, schmieden wir jetzt zu Ende und machen da draus im Prinzip so einen Kettenbrecher. Also ein Dolch, der dafür gemacht ist, einfach nur durch Rüstung durchzubieksen. Verstehst du? Also nicht direkt durch die Platten natürlich, sondern durch die Lücken zwischen den Platten. Ja, das machen wir jetzt hier draus. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen einen Hammer, Zange, eine kleine Schmiede und einen Amboss-ähnlichen Gegenstand. Ihr braucht keinen riesigen Amboss, eine Eisenbahnschiene oder so tut's auch. So ein Dings hier tut's auch. Wenn eure Werkbank oder Schraubstock da groß genug sind, könnt ihr auch die benutzen. Ich habe zum Beispiel früher auch immer hier so eine Eisenbahnschiene benutzt. Oder eine Stahlplatte, einfach eine dicke. Der. Jetzt benutze ich halt den Amboss, naja. Okay, wir gehen mal kurz hier rein. Hier ist es, glaube ich, ein bisschen leiser als da draußen. Ja, was ich jetzt gemacht habe, ist ein bisschen blöd. Ich habe es ja zuerst geschliffen, aber es muss ja nochmal in den Ofen. Da ist es ja gerade wieder drin. Wir bringen das, den Kettenbrecher oder Panzerbrecher oder wie auch immer man das Ding nennen will. Wir bringen es nochmal zum Glühen. Dann lassen wir es normalisieren. Das heißt, wir lassen es an der Luft kalt werden. Bis es halt nicht mehr glüht und lassen es sich kurz beruhigen. Wir tun es ungefähr 2 Minuten raus. Nach 2 Minuten kommst du mal rein, bis es glüht. Dann nochmal 2 Minuten raus. Dann wieder rein, bis es glüht. Und dann erst härten wir das. Und danach tun wir es nochmal in den Ofen. So zumindest der Plan. Ob ich das mit dem Ofen wirklich noch mache, weiß ich noch nicht ganz. Vielleicht. Aber das zeige ich wahrscheinlich nicht. Warum sage ich das überhaupt? Auf jeden Fall, die Schritte kommen jetzt als nächstes. Das zeige ich jetzt nicht, weil es ist halt einfach nur rein, kalt werden lassen, wieder rein, wieder kalt werden lassen, wieder rein, wieder kalt werden lassen und dann härten. Kennt ihr ja schon. Keine Ahnung, was mit den Vögeln gerade los ist. Die gönnen sich. Aber wie ihr seht, es ist relativ fein poliert. Natürlich sind noch kleine Unreinheiten drin, aber die lasse ich drinnen. Ja, ist mir jetzt egal. Das ist spitz genug. Also viel spitzer kriegen wir das eh nicht. Scharf ist es nicht, muss es halt auch echt nicht sein. Ja, jetzt muss ich mir noch was überlegen mit dem Griff. Mit dem Messer geht es jetzt folgendermaßen weiter. Ich habe den Griff gekürzt. Ungefähr so ein Stück. Und ich habe den Holzgriff schon mal vorbereitet. Nee, es passt sogar schon. Ja, nice. Ich wollte das jetzt noch weiter abschleifen. Hier sitzt ja trotzdem ganz gut. Na gut, ich wollte euch sagen, dass ich das hier ein bisschen gemacht habe. Und dann haben wir später den Griff. Pix, pix. Und jetzt brauchen wir noch Platten für oben und unten. Was ich da jetzt genau dran mache, weiß ich nicht. Vielleicht mache ich einfach Stücke Holz dran. Wer weiß. Wie man sieht, habe ich den Griff nochmal neu gemacht, weil, wie gesagt, hier habe ich mega schief gebohrt und der ist überall gerissen schon. Der ist auch ein bisschen gerissen, auch nicht hundertprozentig gerade, aber gerade genug. Und ja, wie man sieht, ich habe ihn wieder eingespannt in die Bohrmaschine. Diesmal ein bisschen besser. Und jetzt machen wir so, dass die Mitte hier soll am dicksten sein und unten oben soll es dünner werden. Das machen wir jetzt. Dafür nehmen wir die Flex mit so einer Bubble-Scheibe.
fuck. Wenn man einen Dübel in ein Holzrohr reinsteckt, sollte man aufpassen, dass man das Holzrohr nicht sprengt. Ja, ja, ja. Ich bin hell. Oh Mann. Naja, kann man ja auch kleben. Gut, der Griff wird jetzt gerade geklebt. Was wir machen können, ist, ich hatte jetzt die Idee, dass wir einfach so Unterlegscheiben oben und unten drunter hinsetzen, damit wir dieses Rondellmäßige bekommen, was ich haben will. Und dafür... Na, das Problem ist, wir können das hier entweder aufbohren oder wir machen das hier kleiner. Ich bin dafür, wir machen das hier kleiner, dann rutscht es hier nicht viel weiter hoch, dann bleibt es da sitzen. Und dafür runden wir jetzt hier unten das Stück nochmal ein bisschen ab. Das mache ich jetzt gerade mit dem Bandschleifer. So, das reicht schon. Schon mehr als genug. Müssen wir das Ding hier nur irgendwie entrosten, das ist ziemlich versifft. So, das sind jetzt die beiden Unterlegscheiben. Was wir jetzt machen, ist, wir kokeln die einfach ein bisschen an. So wie ich es im letzten Video mit dem Counter-Strike-Messer auch gemacht habe. Einfach erhitzen, bis sie die Farbe ändern. Und ja, dann sind die ein bisschen bunt. Ich würde sagen, das obere mache ich Gold. Ach, weißt du was? Ich halte einfach drauf. Guck, welche Farbe kommt. Und die bleibt dann. Gut, ich muss mich mal kurz über mich selbst aufregen, gell? Also, ich habe jetzt weitergearbeitet, weil die Kamera gemeint hat, jo, ich geh jetzt aus, ne? Mir egal, ob du aufnehmen willst oder nicht, ich geh jetzt aus. Und ich habe so einen Scheiß gebaut, Alter. Ich war 6 Stunden lang jetzt in dieser scheiß Werkstatt und ich habe nur Scheiße gemacht die letzten 2 Stunden. Und ich hatte alles so schön vorbereitet und ich habe echt fast noch dieses scheiß Messer verkackt. Ich meine, zum Glück nur fast. Weil, ja, ich habe es dann doch nicht so sehr übertrieben. Also, hier ist es jetzt. So sieht es jetzt aus. Ich habe es fertiggestellt, weil ich jetzt so in Rage war, dass ich einfach weitergearbeitet habe. Ist das fest? Ich habe doch ein Stativ. Gut. So sieht es jetzt aus. Ich muss sie leider schweißen und wie ihr wisst, ist meine Schweißnähte scheiße. Ich kann es auch nicht abschleifen, weil sonst habe ich die Verfärbung hier weg, weil ich habe die ja extra dunkel gemacht. Das heißt, die sind nicht schwarz, weil schwarz, sondern die sind eigentlich mal blau und lila gewesen. Aber irgendwie hat sich das beim Schweißen irgendwie verfärbt. Was ein Scheiß. Gut, den Griff habe ich auch fertig gemacht, der ist wunderschön rund geworden. Er ist mir leider vorhin gerissen, das habt ihr mitbekommen. Und er ist leider vom Holzwurm ein bisschen befallen, das ist ein bisschen doof, aber im Großen und Ganzen finde ich ihn trotzdem recht schön. Und es sieht halt einfach aus wie eine apokalyptische Version von einem Panzerbrecher, ne? Ja. Und ja, ich bin eigentlich, also ich mag das Messer, aber ich bin ein bisschen unzufrieden, wie es aussieht. Ja. Es wird jetzt aber wohl so bleiben. Ich werde daran wohl nicht mehr viel ändern. Ich wollte es eigentlich deutlich edler haben. Aber jetzt ist es halt so. Ich habe vergessen den Griff. Ich war so in Rage und habe hier oben das Ding festgeschweißt. Und den Griff drauf gesteckt, um das hier festzuschweißen. Und dabei habe ich vergessen den Griff festzukleben. Das heißt, er kann ihn so ein bisschen bewegen. Halt nicht viel, aber so ein bisschen. Das ist echt mega geil. Ich weiß gar nicht, was ich viel mehr dazu sagen soll. Auch wenn ich etwas unzufrieden bin, gefällt mir das Messer. Und ich muss irgendwas finden, was man damit abstechen kann. Irgendwas, was nicht lebt natürlich. Irgendwas halt. Ja. Und ja. Pieks, pieks.